Willkommen zu einer weiteren Runde von The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, Bergwerk oder was? Gut, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwo... Nee, ne? Echt? So, Oliver. Ihr wollt mich doch fertig machen, wo ich dabei bin. Das gibt's doch alles nicht. So, Moment, wo muss ich jetzt... Muss ich da durch? Ich muss da rüber. Das ist, okay. Da ist die Mine. Das war der Hammer. Ach, sind diese beiden Typen... Ah, daher kenne ich die Mine. Genau. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo bin ich denn jetzt hier genau? Da ist Balmora. Das ist die Mondfalter. Ich bin hier irgendwie rumgeirrt, ne? Und letztendlich war sie hier. Meine Herren. Das muss man auch erstmal wissen. Ich wusste, ich habe das Ding irgendwo gesehen. Und, genau. Und hat mir noch gedacht, irgendwie, nee, das machen wir später mal. Jetzt weiß ich auch warum. Weil es da einen entsprechenden Auftrag zu gibt. Ich behalte das mal bei, das ist erstmal egal, weil das ist ja immer noch Thema. So, joa. Egal, ich mach mal diesen hier. Hat wunderbar funktioniert. Oh, selbst die magischen Fähigkeiten sind wieder hergestellt. Das ist sehr gut. So. Sind vielleicht die beiden Leute, die da draußen standen, die Gesuchten? Wäre das eine Möglichkeit? Ich lasse das mal. Weil hier gibt es in erster Linie irgendwelches Getier. Das sind diese Arbeiter oder Wächter oder so. Der Arbeiter. Der tut mir nichts und man sagte mir ja auch, man sollte die Arbeiter nach Möglichkeit in Frieden lassen, weil wenn man das nicht macht, gibt es keine Eier mehr und der ist dann nicht so gut. Es gibt aber auch irgendwelche Krieger und mit denen kann man sich natürlich rumprügeln, wenn man das möchte oder man dazu genötigt wird. Okay. Schürflager. Okay, da kommen wir ins Schürflager. Ich vermute mal, die beiden Kollegen da draußen sind wohl die Gesuchten. Nur, weil ich halt neugierig bin, schaue ich mich mir nun hier noch ein bisschen um. Ob sie wohl gehört hat, was ich gesagt habe? Das weiß ich nicht. So. Wie waren nochmal die Namen? Sevilo Otan und Daniela Wales. Ehemalige Minenarbeiter. Gut. Wenn das ehemalige Minenarbeiter sind, dann werden die Herrschaften bestimmt nicht hier drin zu finden sein, vermute ich mal. Ich muss weiter. Fasst euch also kurz. Ja, ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Woher und, kommt ihr? Na gut, reden wir mal ganz kurz mit den Kollegen. Ihr befindet euch in einer Eiermine, Fremdländer. Seid also vorsichtig. Quama-Kundschafter und Krieger greifen Minenarbeiter nicht an, denn sie sind an unserem Geruch gewöhnt. Aha. Aber Eindringlinge sind nicht gefeilt. Und ihr riecht wie ein Eindringling. Ja, ist ja alles gut. So. Moment. Ah, hier, genau. Eierdiebe. Sevilo Otan und Daniela Wallas haben hier vorher gearbeitet. Keine guten Leute.
Können sich überall in der Mine versteckt halten. Mhm, okay, lebt wohl. Also eventuell sind sie doch noch hier. Oder sie halten sich vor der Mine auf. Das werden wir aber herausfinden. Auf die eine oder andere Art. So. Wer oder was ist er? Die gute Lisa, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht mit mich. Interessant, dass von diesen Krabbeltieren hier so viele sind. Das sind, die haben aber mit Quama irgendwie nichts zu tun. Da wird aber auch kein Name. Doch, da wird was angezeigt. Was bist du? Skript? Mhm, okay. Das ist irgendwie so eine Zwischenstation. Sind das irgendwie Larven? Oder naja, nicht Larven, wäre die ist ja voll... falsch, irgendwie Jungtiere oder so? Hm, war da was in der Richtung? Das sind die Arbeiter. Wie gesagt, die lassen wir in Frieden. Okay, bin ich jetzt einmal rum? Wahrscheinlich, ne? Immer auf Lokal. Ja, Moment, da ging's rein. Wie dem auch sei. Egal, ich gehe erstmal hier. Ups. Eiermine, Nest der Königin. Uiuiuiui. Jetzt geht's aber ab. Uiuiuiui. Nicht mit mich, meine Freunde, nicht mit mich. Beleidigen auch noch. So. Ja, das hat sich ja dann relativ schnell erledigt. Wert 8. Ja gut, wie sieht's aus? Ganz gut. Noppen wir uns alles. Achso, Leiche beseitigen. Und hier. Mehr oder weniger das gleiche im Grün. Was mit ihmchen hier? Kundschafter, auch weg. Ist da irgendwas Interessantes zu entdecken? Ich vermute mal eher nein. Jede Menge Eier. Gut, die könnte ich jetzt alle plündern und das Zeug dann verkaufen. Aber, naja, das muss ja auch nicht unbedingt. So, mit der Königin will ich mich gar nicht anlegen. Aber ich bin halt ein neugieriger Mensch. Mann, dass ich das Teil hier wirklich noch gefunden habe, da hätte ich schon gar nicht mehr dran geglaubt. Manchmal ist es wirklich schon fast Glückssache, wenn man hier entsprechende Örtlichkeiten findet. Also zumindest, was meine Person anbelangt. Das ist doch bestimmt ein Wächter. Ja. Beziehungsweise ein Krieger. Und ein Kundschafter. Gelege ja nicht in irgendeiner Art und Weise in Gefahr bringen oder anderen Ungemach hier auslösen. Die sollen ja hier nach wie vor ihr Geschäft nachgehen können. Okay. Dann mal raus hier.
und dann werde ich Bericht erstatten. Ja, klopf doch mal rum. Alter Klopfkopf. Das kann ich dir nicht sagen. Einmal hier hoch. Und dann müsste es hier irgendwo wieder rausgehen. Okay. Rechts, links, geradeaus. Ach, wieder so ein Kundschafter. Okay. Wo bin ich? Schürflager, genau. Ah ja, okay. Das heißt, diese Richtung. Tag der Herr oder die Dame, je nachdem. Da haben wir den Ausgang. Mann. Ja, nicht uninteressant, das mit dem Eiern da und so und den Eierdieben und so. Lass mal eine Runde heilen. Haben wir den Lebensgürtel. So, gut. Ich muss zurück. Gut, die Richtung an sich scheint nicht die verkehrteste zu sein. Bin mal gespannt, wo ich jetzt da genau auskomme. Ah, Moment, da ist dieses Gewässer. Da könnte man auch durchschwimmen, das soll auch noch etwas mehr Ausdauer bringen, schwimmen und tauchen. Aber im Augenblick halte ich mich mal ans Laufen und Springen. Tja, so einfach hätte es sein können, wenn man denn gewusst hätte, wo man denn hin muss und so. Tag hatte. Das noch. Xi weg. Das sind sehr erstaunliche Tiere. Jo. Nett, dass man mit denen halt eine Schnellreise machen kann. Was ich noch etwas toller gefunden hätte, wenn man die wirklich reiten könnte. Also wenn man da richtig einsteigen würde und man würde dann durch die Gegend getragen. Wäre wahrscheinlich eine nette Geschichte gewesen, aber nun ja gut. Man muss auch nicht zu sehr ins Detail gehen. So. Kurz mal geguckt. Da haben wir den Händler. Quietsch. Das ist hier in dieser Richtung. Der Händler ist der Ausstatter. Das muss man auch erstmal wissen. So, Tag der Herr. Dann gucken wir mal, ob wir hier ins Geschäft kommen. Voilà. Sonstiges. Ach hier. Die Eier. Das Sekret. Und hier von dem Vieh kriegst du auch noch was. Dann, was hat er denn an Geld? Nicht mehr allzu viel. Aber hier für dieses Kleinzeug sollte es auf jeden Fall reichen. Ja.
Das sieht ganz gut aus. 500, 1000, 500. Nö, das spare ich mir erst noch auf. Läuft uns ja nicht weg. Waffen. Kannst du auch haben. Eisenspinnendolch. So. Moment. Wert 20. Komm. Nimm mit. Alles andere halte ich erstmal noch fest. Ja. 46. Ich versuch's mal mit 5. Upala. 50. Okay. Was? Das kann wohl nicht wahr sein. So, ja, man nicht hier, ne? So dreist. Ja, wahrscheinlich war ich ihm zu dreist. Nun gut. Wir haben ein paar Münzen einsacken können. Und ich müsste da mal ganz kurz zu einer gewissen Gilde hin. Das passt ganz gut, deswegen nehme ich jetzt gerade an zu regnen, dann bin ich wieder im Trocknen. So. Ich schätze, ich habe einen Moment Zeit für euch. Das ist sehr nett, aber danke. Ich habe weiter erstmal keinen Bedarf. Habt ihr Elfen gesehen? Der Witz wird nicht besser, indem ihr ihn ständig wiederholt. So, wie steht es mit diesen Eierdieben-Aspirant? Bringt mir nicht. Was bringt mich nicht dazu, es jemand anderen zu übertragen? Das ist nicht erforderlich. Ihr habt beide? Gut, hier ist eure Entlohnung. 100 Draken. Die nehmen wir gerne. Und wir haben noch ein paar Tränke übrig von einem Überfall, den wir vor einiger Zeit durchgeführt haben. Nehmt sie bitte an. Sie werden euch von Nutzen sein. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, neue Befehle entgegenzunehmen. So, einmal 100 Draken ins Inventar. Hinzugefügt, viermal verfeinerter Morgenlufttrank dem Inventar hinzugefügt. Aha. Und das Tagebuch wurde aktualisiert. Was hat sie denn sonst noch Schönes? Wir haben einen Auftrag von der Caldera Bergwerksgesellschaft. Ach, das trifft sich gut. Wir sollen 4 Telvanni-Agenten töten, die für die Unruhen in der Caldera-Mine verantwortlich sind. Das trifft sich sehr gut. So, Telvanni-Agenten. 4 Telvanni-Agenten sind für die Diebstähle und Morde in den Caldera Ebenerzminen verantwortlich. Es sind Alinu Aralen, Satasa Nerotren, Fortuna Herotran und Alvelik. Oh Mann. Sie verbergen sich in einer Höhle in den Hügeln nördlich der Minen. Aha, oh Gott, auch das noch. Meldet euch bei mir zurück, wenn sie tot sind. Seid vorsichtig. Vermutlich hält einer von ihnen draußen Wache. Sollte kein Problem sein. Ihr kommt wohl am schnellsten nach Caldera, wenn ihr euch von einem der Gildenführer der Magiergilde transportieren lasst. Aber das ist eure Entscheidung. Ja. Gut, ich frage mal hier durch. Sie ist aus der Kriegergilde ausgestoßen worden. Sie hat ihren Gildenkämmerer bestohlen. Sie ist dumm, aber sie kann kämpfen. Als wir sie hinausgeworfen haben, ist sie der Diebesgilde beigetreten. Aber sie ist nicht wirklich wichtig. Dieser Ärger in der Caldera-Mine sieht nicht nach dem Werk der Diebesgilde aus. Okay. Die andere Person. Sie gehört der Diebesgilde an. Sie ist ein Dunkelelf aus der Gegend hier. Nicht wirklich wichtig. Und die Unruhen in der Caldera-Mine haben nichts mit der Diebesgilde zu tun. Die handeln da alle auf eigene Faust. Auch sie gehört der Diebesgilde an. Sie ist ein Dunkelelf aus der Gegend. Man kennt sie an der Azura-Küste. Sie könnte Ärger machen, aber wie ich euch schon gesagt habe, dieser Ärger ist Ärger in der Caldera-Mine.
Sieht nicht nach einem Werk der Diebesgilde aus. Und die letzte Person, auch er gehört zur Diebesgilde, ein Waldelf. Die Tilvalli nehmen am liebsten die Nord- oder die Waldelfen als Ersatz, wenn sie keine Einheimischen finden. Ich weiß nichts über ihn. Aber da dies keine Arbeit der Diebesgilde ist, steht auch er nicht unter Schutz. Aha, okay. Ja, dann erstmal leb wohl. Dann werden wir uns mal ein wenig um diese Herrschaften kümmern. Habe ich hier noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Benötigt ihr etwas? Um was geht es? Nein, alles bestens. Danke der Nachfrage. Und doch, ich brauche einen Regenschirm. Und zwar ganz dringend. Gut, dann werden wir uns mal ein wenig um diese Leute da kümmern. Gut, dass wir die Caldera Bergwerksgesellschaft, beziehungsweise die Mine da, letztens mal nicht gefunden haben. Jetzt werden wir sie finden müssen und ich weiß ja Gott sei Dank auch so ungefähr, wo sie liegt. Und werde mich da mal... Ich finde es in Balmora klasse. Und ja, wie gesagt, da werden wir da mal ein wenig für Ordnung sorgen. Der Typ hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das machen wir aber alles in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut und gehabt euch wohl.